Hallo und herzlich willkommen zu Eingekauft, der Produktkategorie hier auf Klönschnack TV. Als ich das hier im Laden gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt habe ich auch irgendwie alles gesehen. Also, Döner, Cola? Es wurde schon vermutet, dass das nach Döner schmecken soll. Ich habe gerade nochmal geguckt, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Fruchtgeschmack. Ansonsten gibt mir das nicht sehr viel Informationen. Ich habe keine Ahnung, was genau das ist und was das soll. Warum Döner? Also wir kennen alle irgendwie so dieses typische Design. Ich meine, das ist, glaube ich, ist das dieser typische Dönermann? Ich glaube nicht. Aber es ist dieses typische Döner-Imbiss-Design. Und ich habe es auch bei Rewe gefunden. Nicht in einem Dönerladen oder so, sondern einfach bei Rewe. Und ja, erstmal lege ich das beiseite. Ich habe keinen Plan, was es ist, deswegen mache ich es direkt auf. Bin super gespannt. Ich kenne Papa Türk. Das ist wohl ein Getränk, was man trinken soll, wenn man Döner gegessen hat, damit dieser Knoblauch-Muff aus dem Mund verschwindet. Das hier kenne ich noch nicht. Ich hatte gestern Döner. Mal gucken, vielleicht schmeckt es ja jetzt besonders. Also das ist echt was ich noch nie so geschmeckt habe. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist so ein bisschen, als würde man Dr. Pepper nehmen, das ein bisschen mit Wasser mischen und Kaugummi hinzufügen. Also es hat überhaupt nichts mit Döner zu tun. Ich weiß nicht, warum das Döner-Cola heißt. Weiß ich nicht, vielleicht schmeckt es zu Döner, brennt es besonders gut. Döner hat ja so einen sehr starken Geschmack. Es ist sehr würzig. Sehr, sehr, sehr viele deftige Geschmäcker. Und das ist dann einfach vielleicht mal sehr erfrischend, was Süßes dazu. Ja, hätte ich jetzt eigentlich mit dem Döner zusammen probieren müssen. Aber den habe ich jetzt einfach nicht da. Von daher... Ja, Döner-Cola, Dr. Pepper mit Wasser und Kaugummi. Also anders kann ich es eigentlich nicht beschreiben. Bei Gelegenheit, wenn ich dran denke und das nochmal mitbringe und wenn ich das nächste Mal, also wenn ich das nochmal irgendwie sehe und vielleicht bringe ich es nochmal mit und wenn ich dann das nächste Mal einen Döner habe und dann dazu komme, dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie verbinden kann. Vielleicht macht das dann ja ein bisschen mehr Sinn. Aktuell macht das für mich keinen Sinn, weil ich verstehe das nicht. Schmeckt jetzt nicht schlecht oder so. Ist auch nicht super süß. Ich glaube, ich habe nur 6 Gramm Zucker auch. 25 Kilokalorien pro 100 Gramm. Hier sind 330 Milliliter drin. Ja, was soll ich sagen? Schmeckt nicht nach Döner, schmeckt nicht nach Cola. Fruchtgeschmack. Aber ich habe keine Ahnung, was für eine Frucht das sein soll. Kaugummifrucht. Keine Ahnung. Also, bis dahin, macht es gut. Ahoi.